Willkommen zurück zum VfL Osnabrück. Am Wochenende steht ein Spiel gegen Ingolstadt an zu Hause. Der Vorsprung konnte ja weiter ausgebaut werden in den letzten Folgen. Dortmund ist ein bisschen eingebrochen, Schalke ist ihnen aber aus dem Fersen. Wollen wir mal gucken, wo die Bayern eigentlich mittlerweile stehen. Vom 3. auf den 6. abgerutscht. Das ist ziemlich eng da. Kampf um die internationalen Plätze. Auch im Abstiegskampf geht es eng zu. Bremen als Aufsteiger wieder unten drin. Riskante Ansprache war jetzt erfolgreich gegen Manchester City. 6:3 Sieg. Wahnsinn. Da hätte ich nach der Anfangsviertelstunde nicht mit gerechnet. Aber da haben sie sich nochmal stark gesteigert. Die Auslosung zur Champions League. Jetzt wird spannend. Wer wird der Gegner? Ich hoffe nicht Dortmund. Gucke ich mir mal ganz an. Da bin ich so gespannt. Eindhoven gegen Chelsea. Okay, Chelsea ist schon mal raus. Weil Eindhoven auch ziemlich stark war. Brügge wäre ein schöner Gegner. Real Madrid. Oh. Hartes Los für Brügge. Inter Mailand. Da würde ich auch gern drauf verzichten. Paris. Oh, Kracher. Im Achtelfinale schon. Borussia Dortmund, jetzt bitte nicht Osnabrück. Komm. Manchester United. Oha. Das ist mal los. Midtjylland. Oder wie auch immer sie ausgesprochen werden. Mein Dänisch ist nicht so gut. Und wir kriegen die Dänen. Jawohl. Schönes Los. Olympique Lyon gegen. Sind eigentlich nur Top-Mannschaften drin. Liverpool. Kommt es zum spanischen Duell? Nein, Barcelona gegen Tottenham und Atletico gegen Arsenal. Schöne Lose. Das wird ein spannendes Achtelfinale. Vertragsverlängerung. Aktuell kriegen wir noch keine Million, jetzt würden wir 1,5 Millionen kriegen. Die Gewinnbeteiligung gerne nochmal ein bisschen hochschrauben. Gehalt ist eigentlich in Ordnung. Das mache ich mal als Vorschlag. Oh, ich krieg's sogar durchgedrückt. 2% Gewinnbeteiligung. Sehr schön. Das unterschreibe ich doch. Oh, eine Nachricht. Ein Angebot für Kenneth Werle. Nein, den will ich noch nicht verkaufen. Das passt, das passt. Von der Transferliste nehmen, dann ist er nicht sauer. So ist das gut. So, wir haben zusätzliches Geld bekommen. 5,5 Millionen. Ein Zusatzbudget von 10 Millionen. Weil wir die nächste Runde erreicht haben. 19 Spieler neu in der Scouting-Datenbank. Da interessante dabei. Nicht so. Kranjčuk ist wieder fit, kann also auch wieder auf die Bank. Wird unsere Reserve wieder verstärkt von Adam Bornhardt. Die hatten ja zuletzt verloren. Ja, Mannschaft ist fit, da kann ich die beste Elf auftreten. Können wir losschicken. Kehrt könnte man nochmal bringen, einen bringe ich dann wenn zur Pause. Gießen über links, Kerk über rechts. Schauen wir, was uns anders spielen. Moment. Ich wollte mal gucken, ob das mit dem Sound stimmt. Und heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes. Niklas Füllkrug hat in den letzten 7 Spielen immer getroffen. Hallo und herzlich willkommen. Und Justin Gießen ist heute der jüngste Spieler auf dem Platz. Entschieden ist, wenn man den Experten glauben darf. Beide Mannschaften, das sollte eigentlich deutlich werden. Ich erwarte hier eine gute Spielermannschaft. Aber Sebastian, es gibt Überraschungen im Fußball, das muss nichts heißen. Ja, völlig richtig. Ja, hoffe ich jetzt nicht drauf, dass es hier auch Überraschungen gibt. Würde bedeuten, wir spielen nicht gut. Und hier verlieren sie gleich erstmal den Ball. Flankenwechsel. Aber Petermann zu langsam. Süller bringt den Ball rein zu Ring. Nach vorn, Rubin. Und Schul verliert ihn gleich mal wieder. So, das schön die Abseitsfälle gestellt. Beide Abseits außen im Abseits.
Klares Abseits. Toljan, Ball nach vorn, Füllkrug. Ah, da wäre auch ein Abseits gewesen, der Rubio Rubin. Gut von Schul wieder erobert, den Ball aber auch gleich wieder verloren. Kerk geht den weit mit nach hinten. Schopenhauer, Ring. Herr Schul verliert mir heute viel zu viele Bälle da. Schön den Ball erobert von Gießen. Rubin auf Füllkrug. Geht vorbei am ersten. Am zweiten. Ne, wird gefoult. Gute Position für Gießen. Aus der Position kann man schon mal treffen. Justin Gießen haut ihn in die Mauer. Aber, ne, zweiter Versuch. Misslingt auch. Zuschauer scheinen da ein Handspiel gesehen zu haben. In der Mauer. Oh, Diaz. Wenn der nicht im Abseits steht, ist das eine Riesenchance. Ja. Und wir schauen uns noch Glück mal gehabt. Bayern liegt schon 1-0 hinten. Gegen den VfL. Aus Wolfsburg. Nächster Freistoß. Gelbe Karte für Ingolstadt. Ja, wird Rubin von den Socken geholt. Kann Gießen nochmal üben. Vielleicht nicht in die Mauer den Ball. Wieder reingehauen. Was ist denn los mit dem? Schön weitergeleitet auf Schul. Schul. Oh, Riesenparade. Riesenparade vom Ingolstädter Keeper. Geht aber so weiter. Füllkrug auf dem Weg. Stehen gut hinten. Gießen. Ah, da ist echt kein Platz. Jetzt vielleicht Rubin. Im Strafraum. Rubin. Lupfer gegen den Pfosten. Schul nochmal gegen Pfosten. Und Füllkrug. Und dann ist er drin. Eieiei. Was ein Gewürge da im Strafraum. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Aus Treffer. Der Distanz gegen Pfosten zu hauen. Schul hat's drauf. Das war schon eine Kunst, da nicht das Tor zu treffen. Oh, Petermann ganz frei auf der rechten Seite. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Ja. War das Abseits? Fast der gesamte Sturm abseits. Rubin verliert den Ball. Jetzt aber mal eine Chance. Petermann, Süller vorbeigerannt. González direkt genommen und das ist der Ausgleich. Ein Angriff, ein Tor. Daniel González. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Und das müsste jetzt nochmal Moral geben, dieser Ausgleichstreffer. Da hat die Abwehr echt nicht aufgepasst. Füllkrug verliert den Ball. Aber schneller Konter jetzt. Kerk geht vorbei. Füllkrug. Was ist denn da los heute in der Mitte? Und jetzt wieder der Konter über die Außen. Diaz an Toljan. Kommt Toljan da noch ran? Nein. Die Flanke kann er nicht verhindern. Aber Schopenhauer ist da. Ring. Schnelles Spiel nach vorne zu Füllkrug. Wiedergelegt. In der Abwehr müssen die Ingolstädter jetzt langsam aufpassen. Schon die zweite gelbe Karte. Nächste Chance für Gießen. Trainingsspiel hier für Freistöße heute. Gegen den Pfosten. Oh, gute Chance. Süller nochmal Gießen. Nee. Aber Toljan kommt nochmal an den Ball. Verliert ihn. Das Ring da. Oh, und dann so ein Patzer. González im Abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung. Rubin, komm, gib ab. Füllkrug, jetzt muss er rein. Der muss doch rein, der Ball. Mensch, Niklas, was ist da los? Kerk im Einwurf. Füllkrug.
völlig neben sich heute. Hat zwar einen Abstauber reingemacht, aber geht gar nicht, was die da vorne liefern. 6 Schüsse aufs Tor und nur einer drin. Ganz schwach. An den Bayern hat ein Tor geschossen, das war Selke, stimmt. Wolfsburg liegt hinten. Aber Dortmund liegt auch hinten, 0-1. Und Schalke noch nur 0. Ja, Rubio Rubin. Ganz, ganz schwach heute. Puh, den Schuh würde ich gerne nach vorn schieben. Kehrt reinbringen für Gießen. Gießen geht nach vorne ins offensive Mittelfeld. Ja, und hinten Schoppenhauer könnte man... Ah, der hält da hinten den Laden zusammen. Dem hierbei hat länger nicht gespielt, der kommt mal rein für Ring. Dann noch Spielergespräche. Das war nicht der Matchplan. Wir wollen hier gewinnen. Ich kann noch mal in die Aufstellung, in die Taktik gucken. Ja, eigentlich müsste das klappen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Die Chancen sind da. Vielleicht ist Schul jetzt besser im Abschluss vorne. Kehrt verliert gleich mal einen Zweikampf. Schlechter Einstand. Schul. Und wieder den Ball verloren. Vielleicht kriegt Schwadtke heute auch noch seine Chance. Füllkrug, jetzt geht er mal vorbei. Aber Hansen hält. Ist ein schöner Pass auf Füllkrug. Er leitet weiter zur Schule, aber Ball kommt nicht an. Jetzt González mit der Riesenchance. Gießen versucht hinterher zu kommen. 3-0 Bayern jetzt. Renato Sanchez. Dem hierbei gefoult. Bleiben aber am Ball. Füllkrug. Und wieder den Ball verloren. Mensch, Füllkrug. Schul mit der Flanke. Wieder abgewehrt. Demirbay macht da ein gutes Spiel. Vor der Abwehr. Und Schul. Wieder der Abpraller. Wieder macht er den Abstauber rein. Schöner Flugkopfball von Füllkrug. Führungstor und 4-0 bei den Bayern. Selke hat wieder getroffen. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Und er spielt hier die Abwehr förmlich schwindlig. Kehrt auf Gießen. Schul nach vorne gegeben zu Füllkrug. Wieder gescheitert. Aber solange er die Abpraller reinmacht, alles gut. Darf er da vorne spielen. Demirbay. Oh, da ist González jetzt mal vorbeigekommen. Petermann über rechts. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Abseits. Ah, das zweite Mal schon den Zweikampf gegen González verloren. Der Petermann läuft aber wirklich lange Strecken auf der rechten Seite. Jetzt der Konter. Gießen auf Schuhe. Nächster Fehlpass. Füllkrug. Robert Schuhe. Füllkrug auf Schuhe. Direkt genommen. Hansen hält. Ich mache nochmal einen Wechsel. Harvard Nielsen kommt mal für Niklas Füllkrug. Ich hatte schon dreimal gewechselt. Mist. Ah, mein Co-Trainer hat schon gewechselt. Er nimmt Gießen raus. Ja, der kann auch eine Schonung vertragen. Hat er recht. Cool, dribbelt an die Seite. Was macht er denn da? Geht allein aufs Tor zu, lupft ihn gegen den Pfosten und dabei geht rein. Was für eine Aktion von Robert Schuhl.
Das war mal eine Einzelleistung. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels. Das Tor. Noch 10 Minuten gegen die Schanzer. Toljan gut abgewehrt. Jetzt Gonzalez. An dem wir bei unstark kommt er nicht vorbei. Füllkrug-Schuhe. Schuhe weiter am Ball. Unser macht dann noch eins. 4-1 gegen Ingolstadt. Jetzt brechen sie ein. Robert Schuhe mit dem Doppelpack. Füllkrug mit dem Doppelpack. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ich fass es nicht. Und Petermann erneut über rechts. Das ganze Spiel findet eigentlich über die rechte Seite statt bei Ingolstadt. Schule Mittelfeld gefoult. Weiter aber nach vorn. Michanschuk. Süller nochmal auf Schule. Wird gefoult. Ein letzter Freistoß. Kerk direkt, aber neben das Tor. Kerk holt sich nochmal den Ball auf Füllkrug. Wird abgeblockt. Das war's. Petermann war schon wieder auf dem Weg. 4-1 Heimsieg. Marschieren weiter vorne weg. Aber auch sowas von verdient. 15-2 Torschüsse. Das eine Gegentor ist immer noch ein bisschen ärgerlich. Bayern 5-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Schalke nur 0-0. Dortmund nur unentschieden. Hier so, nochmal der Schuss gegen den Pfosten. Was tschüss, der Torhüter da macht, keine Gute, Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ihr schönes Tor. Der Flugkopfball. Und dann nochmal diese Einzelleistung von Schul, würde ich gerne nochmal sehen. Kommt da die Wiederholung nochmal? Rückruck, nein. Hier nochmal ein Freistoß. Der ging in die Mauer. Ah, ne, der ging in den Pfosten. Noch eine gute Chance. Ich glaube, die Schulchance kommt nicht mehr. Schade. Füllkrug? War das das? Nee. Nee, da kam er über links. Ach, hier war's. Leider zu spät reingeschaltet. Schönes Tor. 1-0 Schopenhauer. 1-0. Note 1-0. Entschuldigung. Spieler des Spiels. Hat da hinten wirklich stark den Laden zusammengehalten. Beim Gegentor nicht unschuldig. Kann aber mal passieren. War ein Fernschuss. Ja, viele Schüsse aufs Tor, leider nur 4 drin. Wobei am Ende hat es dann ja doch noch geklappt. 10 Punkte Vorsprung jetzt schon nach dem 16. Spieltag auf Dortmund. Bei einer Niederlage. Das darf gern so weitergehen.